Hallo, ich wollte euch mal kurz erklären, wie man Vaipal auch von zu Hause ausführt. Das funktioniert leider nicht unter Windows und mir nicht erklärlichen Gründen. Dafür brauchen wir eine sogenannte Virtual Box, wo wir dann Linux ausführen, für die Leute, die kein Linux privat auf dem Rechner laufen haben. Und ich werde euch mal schnell durch dieses System führen. Also zuerst ladet ihr hier Virtual Box runter. Ich werde euch die entsprechenden Links in der Beschreibung des Videos hinzutun. Dann hier auf VirtualBox und dann entsprechend Windows Host, Datei speichern. Ich habe hier schon alles runtergeladen. Dementsprechend brauche ich hier nicht viel. Wenn ihr das runtergeladen habt, könnt ihr unterdessen unter Linux Mint zum Beispiel oder auch Debian oder Ubuntu euch ein Image runterladen. Ja, das ist unser Linux-Subsystem, was wir auf euren Rechner installieren. Das Schöne daran ist, es ist wirklich eine kleine Datei. Also ihr habt nicht viel Stress damit. Und ihr könnt sie dann bei Bedarf direkt löschen, entfernen oder wenn ihr sie danach nicht mehr braucht, nach dem Modul hier. Je nachdem, wie viel Speicher ihr habt, müsst ihr euch jetzt entscheiden, 32 oder 64 Bit. Ich empfehle die Cinnamon-Oberfläche. Ich verwende in meinem Fall 64 GB, weil ich habe entsprechend 32 GB an RAM rumliegen. Bedeutet, mich stört das nicht, ich kann mich schon reinwerfen. Friedrichshagen, Nürnberg Universität, es hat einen relativ flinken Download. Auch hier einfach die Datei runterladen, sind etwa 1,8 GB. Soll jetzt auch nicht so lange dauern. Und dann installiert ihr einfach hier VirtualBox. Folgt stupide allen Anweisungen. Da ist eigentlich nicht viel zu machen. Wenn ihr das gemacht habt, startet automatisch die VirtualBox. Ihr seht, sieht auch ein bisschen leer aus. Dann klickt ihr hier auf Neu. Neue virtuelle Maschine, Linux Mint. Ihr seht schon, wenn ich das hier angebe, er schlägt mir schon direkt Ubuntu 64-Bit vor. Wenn ihr ein 32er Image runtergeladen habt, bitte hier Ubuntu 32-Bit auswählen. Weist entsprechend den RAM zu. Also ich weise hier zum Beispiel knapp 10 GB zu. Hier haben wir hier nichts ändern. Das nächste Festplatte erzeugen bitte auch drin lassen und dann einfach auf Erzeugen klicken. Wir brauchen nämlich für diese virtuelle Maschine eine Festplatte. Linux Mint braucht ein paar Gigabyte. Also, ich empfehle zwischen 10 und 20. 10 ist, glaube ich, sogar äußerstes Minimum, also eher 20. Die Einstellung hier, VDI, bitte lassen. Dasselbe gilt auch hier, dynamische Größe oder feste Größe. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine feste Größe, dann bleibt die Datei bei 20 GB, weil dann etwas dynamischer, wenn ihr mehr Platz braucht, auf dynamisch lassen. Weil bei dynamisch, wenn er die 20 GB überschreitet, sollte er sich eigentlich erweitern. Also beziehungsweise ihr könnt es erweitern. Dann klickt ihr hier auf Erzeugen. Ihr seht, hat das schon eine Menge runter. Aber die Maschine ist noch nicht sehr optimal. Wir müssen noch hier ein paar kleine Änderungen vornehmen. Kriegen wir also hier oben Rechtsklick und ändern. Das erste, was ich zum Beispiel mache, ist unser System. Ich weise ihn schon mal ein bisschen mehr. CPU-Kern dazu. Ich habe 8 Kerne zur Verfügung, dementsprechend kann ich sagen, ich werfe ihn schon mal 2 zu, damit es ein bisschen besser arbeiten kann. Und ich füge einen gemeinsamen Ordner hinzu. Weil es eine virtuelle Maschine ist, werdet ihr sonst das Problem haben, ihr habt keinen Zugriff drauf. Und könnt keine Sachen rausziehen. Durch diesen gemeinsamen Ordner, das ist wie ein Netzlaufwerk, könnt ihr Dateien austauschen. Also hier einfach auf das Plus klicken bei gemeinsamen Ordner. Auf Ändern klicken. Dann wählt ihr euren Pfad aus, wo ihr es habt, also in meinem Fall liegt alles in so ein bisschen auf einer kleinen virtuellen externen Festplatte. Ich habe mir den Maple Exchange angelegt unter F. Und da ich sage, ich möchte mit diesen Ordner immer wieder arbeiten, sage ich auch bitte automatisch einbinden. Er hat auch vorher zugehört, ich kann auch lesen, schreiben und Sachen reinschieben. Perfekt. Hier könnt ihr dann noch einstellen, was ihr so benötigt, ob ihr Massenspeicher braucht. Festplatte, hier haben wir noch den IDE-Controller. Hier kann man zum Beispiel noch ein Medium gleich einfügen schon mal, also hier unter Massenspeicher, Controller IDE, das ist so etwas altmodische Variante für sehen dann hier da Datei für optisches Medium auswählen, Linux Mint, neue Image, was ich schon runtergeladen habe. Bedeutet, von vorne ist das Image drin, bedeutet, wenn er dann startet, wird er automatisch dann das nutzen. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen mehr Grafikspeicher zu. Ich habe hier eine 1080 Ti. Mit den 16 GB Grafikkartenspeicher habe ich eigentlich mehr als genug. Leider kann VirtualBox nur 128 MB verwalten. Ist ein bisschen
Stretch, aber okay. Wenn wir mit den Einstellungen hier alle zufrieden sind, einmal auf OK klicken. Fertig. Nun klicken wir hier einmal auf Start. Dauert ein bisschen. Ihr seht, es ist ein bisschen klein noch am Anfang. Das kann man später dann vernünftig skalieren. Also für Installationszwecken machen wir es so. Wir sehen hier Tastaturfang eingeschaltet. Aktiviert wird die Tastatur automatisch gefangen. Ihr könnt euch so ein paar Infos noch anklicken dann. Ihr seht hier unten, das ist dann hier diese Steuerung rechte Taste. Wenn ich die drücke, kann ich meine Tastatur und Maus wieder aus der Box befreien, wenn ich es benötige. In dem Fall ist er sogar mal nicht gefangen. Wie gesagt, dauert jetzt hier so ein bisschen. Na, das ist ein bisschen geistig überfordert, bitte. Das sollte nicht so sein. Das kann ab und zu mal passieren. Meistens ist da irgendwo ein interner Fehler aufgetreten. Wir schalten jetzt einmal die Maschine kurz aus. Ist mir heute auch das erste Mal passiert, überraschenderweise. Ja, Doppelsystem, Beschleunigung. Wo war die Option gewesen dafür? Genau, 3D-Beschleunigung aktivieren. Dann neu. Ich habe normalerweise nutze ich andere Aufnahmen, das hoffe ich, habe jetzt gerade aber nur OBS gerade hier drauf. Ich gestern Abend einen kleinen Stream gehabt hatte. Aha, daran lag's. Wenn das mit läuft, läuft. Perfekt. Rendering Mode ist klar. Er kommt nicht so ganz klar. So, wir sind jetzt auf einer Live-CD, nennt sich das eigentlich. Wenn ihr auf dem USB-Stick hättet und darüber Windows bootet oder Linux bootet, hättet ihr denselben Zustand. Wir wollen an dieser virtuellen Box Linux fest installieren. Also gehen wir hier auf Install Linux Mint. Das war mal ein schöner Tipp, wenn ihr also dasselbe Problem habt, einfach mal den 3D-Beschleuniger einschalten. Hilft. Wir suchen jetzt unsere Sprache raus. In unserem Fall Deutsch. Für die Leute, die Englisch sprechen, hier bitte Englisch. Klicken hier auf Weiter. Wir bestätigen, dass wir deutsche Tastatur verwenden. Hier könnt ihr nochmal testen, ob ihr wirklich die QWERTZ-Tastatur habt. Ja, kommt noch richtig durch. Perfekt. Weiter. Das Häkchen kann ich immer empfehlen. Das kann passieren, also bei sowas bitte nicht die Fenstergrößen ändern, vor allem bei der Installation, da kann er aber so eine Macke kriegen. Hier sind wir jetzt bei der Installationszeit. Rechnung ist momentan kein aktuelles Betriebssystem, wie möchten Sie vorgehen? Ihr werdet euch natürlich fragen, hä? Ich hatte doch ein Betriebssystem mit Windows. Ihr dürft nicht vergessen, dies ist eine virtuelle Maschine, die hat nur eine Festplatte und das war diese, die wir vorhin erzeugt haben. Bedeutet, ihr könnt wirklich klar sagen, löscht die alte Festplatte, installiere ich hier mit so und so. Ihr könnt hier auch verschlüsseln, wenn ihr es wollt. Kann viel machen, wenn der Tag lang ist. So, jetzt hier, okay. Könnt ihr also akzeptieren. Wie gesagt, es ist eine virtuelle Maschine, es wird nichts an eurem System verändert. Zeitzoneneinstellungen, wir sind in Berlin. So, und jetzt kommen wir zum Standardsystem von Linux. Linux hat eine Macke mit Sicherheit. So, hier heißt mein Name Daniel. In dem Fall ist es auch noch mein Computername. Das ist dann Linux in der Box. Ich brauche das nur deswegen, damit ich auch im Fall der Fälle wieder das System wieder freischalten kann für das Netzwerk. Das ist bei mir etwas strenger reglementiert. Passwort, was ihr haben wollt. Ich könnte ja noch zum Spaß automatisch anmelden. Ist ja eine virtuelle Box. Passwort, ein, was ihr haben wollt. Also hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und solche Späßchen.
weiter. Wenn man zugucken will, wie Linux abläuft im Hintergrund, kann ich nochmal das rausklicken. Genießt die Installation, das dauert ein bisschen. So, da bin ich wieder da. Wir sind jetzt fertig mit der Installation. Da seht ihr auch, die Installation ist abgeschlossen. Ich habe jetzt mittlerweile auf Vollbildschirm geschaltet. Was jetzt natürlich geht. Jetzt legen wir einmal auf Neu starten. Jetzt neu starten, bitte. Da ein bisschen unterdessen können wir hier mal. Natürlich das Medium noch entfernen. Das Laufwerk und der Geräte, optisches Laufwerk. Ihr seht, hier ist es noch drin. Medium entfernen, bitte klicken. Wenn das fertig ist, einmal die Enter-Taste. Jetzt soll das System standardgemäß über euer System booten. Da seht ihr auch Linux mit 19. Das dauert immer anders ein bisschen. So, die heißen, wir sind hier in der virtuellen Maschine. Sowas frisst Zeit. Ist halt nicht die optimale Lösung. Optimal sehe ich da eher an, Linux direkt auf dem Privatrechner zu installieren. Das Spaß macht. Wer aber sagt, er braucht nie Linux oder hat keine Lust damit zu arbeiten, kann auch auf Windows bleiben. Bei mir dauert es sogar noch ein bisschen mehr länger, weil ich standardgemäß eigentlich kein Windows mehr drauf habe bei mir auf dem Rechner. Mein Rechner ist relativ leistungsstark. Bedeutet, ich renne hier gerade in einer virtuellen Box der virtuellen Box. Also wir haben Boxception. Hat einen einfachen, simplen Grund. Bei Linux kann ich die Powerverwaltung viel besser machen. Und dabei ist die Speicheroptimierung bei weitem besser. So, wir sind jetzt auch bei Linux Mint. Hier seht ihr nochmal so erste Schritte, wen es interessiert. Kann sich das mal ansehen. Ich finde, so eine virtuelle Box hat auch den schönen Vorteil, ihr könnt euch mal angucken, wie Linux so ist. Also hier seht so ein Standard Linux Mint. Sehr ähnlich mit Windows. Also eigentlich keine großen Unterschiede. Überraschenderweise klaut sogar Windows hobbymäßig von Linux. Also eine Geschichte. Was wir zuerst brauchen, wir müssen mal ein bisschen hier das System ein bisschen updaten. Es ist nicht mehr auf den neuesten Stand. Das ist halt nur ein Standardsystem. Dann klicken wir hier unten auf das Terminal. Ein Befehl, den ihr braucht, ist sudo. Sudo gibt euch höchste Systemrechte, das ist quasi dieses Admin-Verwaltungssystem von Linux. apt. Update. Auch diese Kommandos werde ich euch nochmal unten in die Konsole machen. Hier gebt ihr euer Passwort ein, was ihr bei der Installation angegeben habt. Was wir hier jetzt gerade mal schnell auf die Schnelle machen, ist, wir daten mal schnell das System ab auf den neuesten Stand. Update, aktualisiert die Paketlisten. Upgrade. Seht, hier sind ein paar tonnenweise Downloads und Updates, die noch gemacht werden sollen. Die können wir dann schnell mal installieren. Das Schöne an Linux ist, ihr müsst nicht auf Konsole arbeiten. Ihr könnt auch grafisch arbeiten, wenn ihr es denn möchtet. Ich mag die grafischen Oberflächen meistens eigentlich nicht so doll, weil es hat der Nachteil, ein Open Source System ist. Viele grafische Fenster sehen scheiße aus. Ist einfach so. Und das Schöne an der Linux-Konsole ist, sie ist bei weitem mächtiger als die Windows-Bash. Und dementsprechend arbeite ich lieber auf einer Linux-Konsole, weil du kannst hier jeden Blödsinn mitmachen. Also das mächtigste Werkzeug eines Linux ist das Terminal. Wollen wir hier das Update machen? Relativ simpel. Alles mal auf den neuesten Stand bringen, das dauert meist nicht schlimm. Danach gehen wir auch schon in den Kampf. Ich hoffe mal, dass das über SSH direkt funktioniert und ich nicht noch zusätzlich über das VPN gehen muss. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht ausprobiert. Weil ich normalerweise, wenn ich Maple nutze, das meistens bei mir im Büro von Unirechner mache. Und da habe ich standardgemäß halt einen Linux drauf. Nachdem wir jetzt die System mal schnell abgedatet haben, wählen wir noch schnell die Gast-Host-Erweiterung hinzu, damit wir auch den gemeinsamen Ordner verwenden können. Das habe ich jetzt ein bisschen nachsynchronisiert, weil mir da ein Fehler von unterlaufen ist. Also da bitte nicht wundern. Und einmal den Anweisungen entsprechend folgen. Also, ja, da habe ich was vergessen zu machen. Wir müssen die Host-Gast-Erweiterung noch aktivieren.
Hier gerade gesehen. Also ich habe hier auf Gasterweiterung einlegen geklickt. Gut, wenn man das nicht macht, dann kann das auch nicht funktionieren. Ja. Also unter Gasterweiterung noch die Gasterweiterung einlegen. Hatten einfach einen Grund, bedeutet, wir modifizieren jetzt das System so ein bisschen, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, den gemeinsamen Ordner zu verwenden, als auch als andere. Und jetzt sehen wir auch, hier taucht der Maple Exchange Ordner endlich auf. Jetzt sehen wir, was wir noch machen müssen mit Nutzer und Gruppen. Also wieder hier auf Menü, Systemverwaltung. Benutzer und Gruppen, hier nochmal euer Passwort eingeben. Euer Benutzer auswählen, hier auf Gruppen einmal aufklicken. Und dann hier VBOSS auswählen, mit OK bestätigen. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen noch einmal neu starten. Hatten gerade einen Grund, damit wir die Gruppen übernommen werden. So. Und wenn jetzt alles funktioniert, wie es soll, sollte eigentlich unser Exchange-Ordner geöffnet werden. Hier sehen wir auch die Testdatei. Sehen wir da. Alles da, was wir brauchen. So. Jetzt brauchen wir. Können wir nicht auf Maple zugreifen. Nach 5,5 Jahren und 70 Befehlen. Also. Konsole geöffnet. Hier öffnen wir jetzt SSH. Bitte achtet darauf, dass ihr die Namen korrekt eingibt, damit ihr euch auch einloggen könnt. Das ist bald bei mir leider Fehler passiert. Siehe da, wir sind auf dem Unix-Pool. Ich hasse das alles. Naja. So, wie können wir Maple ausführen? Das wird aber ein Maple minus x. Was macht das? Es schaltet Maple mit der x-Oberfläche. Ach, klein x, Entschuldigung. Also Maple minus x und. Das lässt das Unzeichen danach. Stellt nur sicher, dass wir weiter Konsolenzugriff haben, nachdem Maple gestartet ist. Ihr seht, Maple startet jetzt. Das dauert ein Weilchen. Es ist nicht die schnellste Sache jetzt. Und ihr werdet jetzt relativ schnell sehen. Ihr merkt, es dauert ein Weilchen. So, rechnet hier nicht. Mit der höchsten Geschwindigkeit. Open. Das öffnen wir mal von der letzten Übung. So, Übungsprogramm. Das ist Übung Nummer 3 gewesen in meinem Fall. So, das ist natürlich die Frage, die ihr euch stellt. Ihr seht, es ist bahnbrechend langsam. Es ist schon wirklich fragwürdig. Weil wir quasi in der virtuellen Maschine, der virtuellen Maschine, der virtuellen Maschine sind. Gucken, ob das auch funktioniert. Gucken. Muss eingeben. C. C. Doppelpunkt ist gleich 2. Zack. Rechte damit bitte. Es ist die lahmärschigste Idee, die ihr haben könnt. Wenn ihr hier oben über Gerät noch gemeinsame Zwischenablage aktiviert, bidirektional. Wir machen jetzt zum Beispiel mal das hier.
Könnt ihr auch copy-pasten untereinander. Aber ihr seht, das ist schon nicht das Letzte. Ihr könnt auch hier alles einmal ausführen, um zu gucken, ob auch die Berechnungen funktionieren. Klicken wir auf alles ausführen nochmal. Ich bin persönlich der Meinung, es geht über ein Linux 2 System geht's bei weitem schneller als über die virtuelle Box, die einfach geistig damit überfordert ist. Habe ich hier eine Kontakteverbindung drin? Ja, ich glaube, also schneller kriegt ihr es in der virtuellen Box nicht. Genießt die Show. Das dauert ein Weilchen erstmal. Krass, müsst ihr mal nachdenken, ob man irgendwelche Fehler in der Programmierung gemacht hat. Sagen wir es mal so, für die Leute, die jetzt mal eben auf Maple noch zugreifen müssen, ihr habt vergessen, eure Hausaufgaben zu machen, ihr habt keine Zeit in den Linux-Pool zu gehen, weil ihr ähnlich wie ich einen Stundenplan habt, der aussieht, dass ihr um 8 Uhr in der Uni seid, um 20 Uhr geht ihr jetzt nach Hause und wenn ihr nichts mehr macht, ihr um 9 Uhr erst auf und macht um 18 Uhr schon wieder zu. Ist das eine Notlösung, um zumindest an eure Sachen anzukommen? Ihr könnt ja auch alles speichern. Ja, ich weiß. Ihr könnt ja auch exportieren. Das nimmt euch viel Arbeit weg. Was ich euch persönlich empfehlen kann bei Export S, ist definitiv einmal als PDF zu exportieren. Und für die Leute wie ich zum Beispiel, die gerne mit LaTeX arbeiten, also das ist ein Textbearbeitungsprogramm, empfehle ich auch noch gleich als LaTeX zu exportieren. Simpler Grund dahinter ist, es werden automatisch alle Bilder nochmal einzeln exportiert als EPS-Dateien. Ja, also die Sachen gleich als EPS-Dateien da. Und gleichzeitig sind auch schon die Formeln entsprechend formatiert und ich habe nicht den Scheißstress mit den ganzen Formeln definieren. Wenn ihr hier fertig seid, relativ simpel, schließt ihr Maple. Ihr könnt auch wohlgemerkt die ganze Zeit hier im Hintergrund schon die Konsole verwenden eigentlich. Yes. Beschließt jetzt. Können jetzt auch gucken. So, sind wir jetzt hier. CD-Abgabe. LS-L. Zeigen wir uns die Verzeichnisse an. CD. Übung 3. Und hier sind alle meine Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich habe das auch mal als LaTeX exportiert. Hier sind also auch meine ganzen Bilder schon mal als .eps-Dateien. Alles fertig zu verwenden. Ihr wollt das natürlich noch alles auf euren Rechner rüber haben. Dafür empfiehlt sich ein Paket. Dafür habe ich folgende Website. Und zwar von Thomas Krennmann, wie man Archive erstellt. Selbst die Leute, die regelmäßig mit Linux arbeiten, merken sich nicht jeden dieser Befehle. Ich vergesse ihn regelmäßig. Ich habe da wirklich ein Talent dahinter. So, wir werden jetzt unseren Ordner mal als exportieren. So, was ist meine virtuelle Box? Ja, wir haben die Übertragung übernommen. Können wir Copy machen. Einfügen. Da CVJ. Wir nehmen ein bisschen alles mit. Machen wir mal dort noch rüber. LS-L.
So, wir wollen in einer Übung 3 mitnehmen. Ich habe das hier heute schon einmal gemacht. Test. Punkt A, Punkt BZ2. Das könnt ihr mit WinRAR auf dem Windows-Rechner öffnen. Und wir wollen das Verzeichnis Übung 3 bitte mitnehmen. Übung 3. Also mit Anführungszeichen, wenn ihr so ein Leerzeichen dran habt, dann nimmt das alles mit. Dauert ein bisschen. Sehr gefährlich, wenn wir jetzt gucken. L ist minus L. Siehe da, alles fertig. So, das hilft mir jetzt aber auch persönlich wenig, weil ich bin ja immer noch nicht dran. Wie komme ich jetzt also an die Dateien ran, die auf der Uni sind? Also machen wir hier mal einen neuen Reiter auf. Was haben wir denn, neuen Reiter? Und jetzt nutzen wir folgenden Befehl: SFTP, also ein SSH-FTP-Server. LVC-117 in meinem Fall. Das Numpad aus, ich habe das Numpad aus. Add Unix pool.mat.tu-berlin.txt. Auch hier wieder unser Passwort von UnixPool. Und wir sind SFTP. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wissen, wo sind wir hier. Auch hier sind wir wieder ein Abgabeordner irgendwann rumgammeln, wo wir eigentlich nicht sein wollen, aber gut. CD-Abgabe. LS-L. Hier sehen wir auch unsere Testdatei. So, wo sind wir eigentlich jetzt lokal? Ausrufezeichen. LS-L. Hier. Mit dem Ausrufezeichen piped ihr immer durch. Also wir können auch hier mal die Help-Befehle an uns anzeigen lassen. Für SFTP. Das, ihr seht ganz unten, das Ausrufezeichen ist ein Pipe-Befehl, bedeutet wir arbeiten auf lokalen Systemen. In dem Fall möchte ich bitte mit LCD auf den Schreibtisch. So, und simple Befehlsreihenfolge ist auch hier. Wir wollen unsere Test.h.bz2 auf unsere virtuelle Maschine ziehen. Machen wir einfach get. Get ist holen. Alternativ dazu gibt es natürlich auch put. In dem Fall wollen wir get test. Mit der Tab-Taste könnt ihr autocompleten. Mit einmal Eingabe. Jetzt sind wir hier fertig. Hier können wir hier auch Logout machen. Also Exit. Exit die Konsole zu. Drüben sind wir auch fertig. Können wir auch einmal auf Exit gehen. Connection ist closed. Nochmal Exit. Und was sehen wir da? Was liegt hier rum? Eine TAR-WZ-Datei. Die können wir auch öffnen. Sind auch Log 3. Das sind alle unsere Dateien. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich könnte sie jetzt als komprimiert nehmen oder ich werfe sie einfach so, wie sie jetzt hier ist, einfach rein. In den Mailpack-Chains-Ordner. Mal zu. Öffne meinen Explorer. Hier auf der Windows. Also wir sind wieder auf meinem Windows-Betriebssystem. Übung 3. Und hier haben wir mal die PDFs exportiert. Und was sehen wir hier? Alle unsere Maple-Sachen. Solches wir sehen. Wir können auf Maple zugreifen. Es ist nicht die schönste Lösung, aber es geht. Wichtig dabei herunter ist, wie gesagt, mit den Exchange-Sachen. Ich werde das nochmal separat erklären. Zuallererst, um sicherzustellen, dass ihr diesen Exchange-Ordner einbinden könnt, den wir von eingebunden haben, geht ihr hier unter Geräte, Geräteerweiterung einlegen. Dann habt ihr diese Datei, die könnt ihr dann ausführen. Folgt den Installationsanweisungen simpel. Dann müsst ihr natürlich noch unter Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen einmal hier auch noch das Gerätepasswort eingeben. Reingehen, unter Maple, unter eurem Nutzer gehen, unter Gruppen, sicherstellen, dass VBox SF das X drin ist. Wenn das alles fertig ist, einfach die Maschine neu installieren. Neu starten. Installieren ist gut. So, nachdem wir das alles jetzt gemacht haben,
Habt ihr Mac auf euren Rechner, könnt damit arbeiten. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Probleme habt und ihr habt reizfälligerweise ein Notebook, ihr könnt ihr jeden Freitag gerne bei mir vorbeikommen. Beziehungsweise auch jeden Montag früh. In Raum TC 116 ist mein Büro. Aber macht den Daniel Fragen. Wenn ich nicht gerade im Labor rumhänge, bin ich meist im Büro. Dann helfe ich euch gern, das schnell zu machen. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend noch und ciao. Gutes Gelingen bei dem Modul. Ah ja, zum Benden der Maschine einfach. Und davon. Fenster schließen, Fenster zu. Fertig.